Der letzte Meister geht von Bord. Nach fast 10 Jahren in der Autostadt verlässt Diego Benaglio den VfL Wolfsburg in Richtung AS Monaco. Das gaben die Wölfe am Freitag bekannt. Damit kehrt der letzte Meisterspieler von 2009 dem Verein den Rücken. Beim AS Monaco hat Benaglio einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Nach seiner Karriere wird der Schweizer allerdings nach Wolfsburg zurückkehren und beim VfL einen Posten im Verein übernehmen. Dem Hamburger SV droht gleich ein doppelter Abgang. Stürmer Bobby Wood überlegt nach Bildinformationen, sein Vertragsangebot abzulehnen. Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann der Angreifer den HSV in diesem Sommer für 12 Millionen Euro verlassen. Neben Wood könnte auch Michael Gregoritsch in der kommenden Saison für einen anderen Verein auflaufen. Der Österreicher soll beim 1. FC Köln auf der Wunschliste stehen. Der HSV will wohl 5 Millionen Euro Ablöse. Auch bei Bayer Leverkusen steht ein Spieler vor dem Absprung. Wie der Corriere dello Sport berichtet, ist sich Admir Mehmedi mit dem OGC Nizza einig. Allerdings soll Leverkusen noch deutlich mehr verlangen, als der Club von Lucien Favre bereit ist zu zahlen. Einen Neuzugang hat Hertha BSC vermeldet. Der 22-jährige Niederländer Karim Rikic kommt von Olympique Marseille in die Hauptstadt und soll dort John Anthony Brooks ersetzen, der für 20 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Rikic soll etwas mehr als 2 Millionen Euro Ablöse kosten.